Zu einem Verkehrsunfall mit 3 Schwerverletzten kam es am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Landstraße 3220 zwischen Gudensberg und Metze. Nach ersten Erkenntnissen überholte ein 71-jähriger Mann mit seiner Frau ca. 500 Meter vor einer Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Gudensberg einen Traktor und stieß mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Mann aus Bad Emstal von Thal zusammen. Hierbei wurden der 71-jährige Fahrer und seine 69-jährige Frau schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gefahren. Der 33-jährige Fahrer wurde in seinem älteren Lader eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Besonders im Beinbereich erlitt der Mann schwerste Verletzungen, wurde dann jedoch mit dem Rettungswagen in ein Kasseler Klinikum eingeliefert. Der angeforderte Rettungshubschrauber Christoph 7 wurde nicht mehr benötigt. Ja, wir sind hier alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, hieß es am Anfang. Am Anfang stellte sich die Lage wie folgt dar, dass wir also ein Auto, was hinter uns ist, im Graben gefunden haben, wo nur eine Person eingeklemmt war. Aus dem anderen Fahrzeug wurden die verletzten Personen schon durch Ersthelfer betreut und aus dem Fahrzeug geholt. Und die Rettung oder Befreiung der schwer verletzten Personen aus dem Fahrzeug hinter uns gestaltet ist sehr schwierig, da die Person im Beinbereich vollkommen eingeklemmt war. Also wir haben eine Tagesalarmbereitschaft bei der Feuerwehr der Stadt Gudensberg, wo aus verschiedenen Ortsteilen die Leute zusammenkommen. Alarmiert wurde die Feuerwehr der Kernstadt Gudensberg und Kräfte der einzelnen Ortsteile. Die L3220 zwischen Gudensberg und Metze war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten für rund 90 Minuten voll gesperrt. Die Besatzung von 3 Rettungswagen, 2 Notarztwagen und das Team von Christoph 7 versorgten die Verletzten an der Unfallstelle. Zum Einsatz kamen rund 40 Helfer der Feuerwehr Gudensberg und den umliegenden Gemeinden.